Amtrak Acela Express 2163 Boston Providence. Es ist 10.58 Uhr und 30 Sekunden. Fahren Sie den Amtrak Acela Express 2163 von Boston South Station nach Providence. 585,5 Tonnen schwer, 8 Wagen und 652,9 Fuß auf der Strecke Boston South Station Providence. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Trains Über 3, denn ich spiele das. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal und müssen natürlich als erstes mal die Türen entriegeln. Das stellen wir auf vorwärts. Müssen natürlich noch ja, sonst haben wir eigentlich nichts zu tun. Die Pappbremse ist gelöst. Das ist das Horn. Das mit dem Zugsicherungssystem lasse ich erstmal, weil ich auch gerade im Moment nicht so genau weiß, wie ich die einstelle. Muss ich ehrlich sagen. Deswegen lasse ich das erstmal. Ich hoffe, es ist okay. Ich werde es in den nächsten Videos dann auf jeden Fall machen und mich mir antrainieren, beziehungsweise mir auch anschauen, wie ich die einstelle. Jetzt fürs Erste, fürs Zeigen, lasse ich das jetzt mal weg. Ich hoffe, das ist okay. Schauen uns derweil hier noch ein bisschen draußen und haben noch ein bisschen Zeit. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Da ist unser Zug. Nur mal ein kleines Foto machen. So. Wir sollen noch bis 11 Uhr warten. Das tun wir. Da fährt noch eine hübsche Diesellok ab. Seht euch das an. Wunderschön. So, wir sollen die Türen verriegeln. Dann machen wir das. Da würde ich sagen, schalten wir langsam auf. Ach, wir sollten natürlich vorher den Geschwindigkeitswähler noch einschalten. So, dann würde ich sagen, auf geht's. Natürlich vorher die Bremse lösen. So. Auf geht's. So, wir dürfen vorerst nicht schneller als 10 Meilen pro Stunde fahren. Wunderschön. Wunderschön. So, wir haben gleich gelb, das heißt, wir haben dann auch danach rot. Nach wie vor 10 mph. Den wir hier aus dem Bahnhof ausfahren von Boston. Während wir dem Zug da vorne hinterher fahren. Das dürfen wir, glaube ich, gleich ein bisschen schneller fahren, schon mal 30 mph. Wie gesagt, das mit dem Zugsicherungssystem hole ich auf jeden Fall noch nach, versprochen. So, wir haben grün, wie ihr seht.
bleiben nach wie vor, also das dürfen wir ein bisschen schneller fahren. Das ist schnell. Ist gar nicht so einfach. Jetzt haben wir's. Da, wir dürfen schneller. Nein! Sorry. Wunderschön. Wunderschön. Wir müssen die bremsen. Das wäre beinahe eine Junge, 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 Junge. Das wäre beinahe schief gegangen. Aber wir haben es so gerade noch geschafft. Könnt ihr mal so ein bisschen hier in den Fahrgastraum umsehen? Das können wir leider nicht. Aber ihr seht's. Was für schöne, bequeme Sitze. Was für ein schöner Zug. Oben steht Business Class, ist das hier. So, so. Es ist die Business Class. Ah, deswegen. Wahrscheinlich so schöne Sitze. Hier oben steht Excella Express Providence. So, so noch warten bis 11 Uhr. 39 Sekunden, da tun wir das. Wenn wir mal ein bisschen auf die Schilder schauen. Das ist unser On-Time. Das ist immer sehr gut. Wir schließen die Türen. Dann lösen wir die Bremse. Schalten langsam auf. Nächste Station, Route 128, Gleis 1. So, dann dürfen wir auch gleich endlich ein bisschen schneller fahren hier. 120 Meilen pro Stunde, jetzt dürfen wir schon 60. Dann fahren wir jetzt so ein bisschen hier aus dem Tunnel raus. Wunderschön.
So, jetzt aber. Leistung. So ein wunderschöner Zug. Wunderschön. Die Sitze hier, einfach traumhaft. Traumhaft. So, 6,6 Meilen noch, dann sind wir schon an der nächsten Station. Route 128. Und wie gesagt, der kostete 17,99 bei Steep zu kaufen seit dem 21. Februar 2023 für den TSW. Dazu gibt es noch zwei andere DLCs. Die sind natürlich dann separat zu kaufen. Muss sich jeder selber entscheiden, ob er das macht oder nicht. Persönlich finde den Zug hier am schönsten, muss ich wirklich sagen. Der hat was, der ist ähnlich dem deutschen ICE, würde ich sagen. So vom Aussehen her, von der Aufmachung her. Dass er diese Neigetechnik hat, das ist auch traumhaft. Wunderschön. Wie gesagt, das mit dem Zugsicherungssystem, das werde ich mir noch aneignen, versprochen. Nur wie gesagt, ich wollte euch jetzt einfach mal den Zug vorführen und deswegen habe ich das jetzt erstmal weggelassen. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht. Was mir gerade auffällt, die beiden oberen Tacho oder die Anzeigen da oben, die auf der linken Seite. So, hier, da. Die oberen beiden. Ist das nur Zufall oder warum sind die in den ukrainischen Farben? Ist nur meine Meinung, ist nur mir aufgefallen. Ja. So, wir bremsen. Lösen, lassen hier mal die Leistung weg. Weil wir sind nämlich gleich da. Was dieses Piepen immer zu sagen hat, das weiß ich auch noch nicht so genau. Wie gesagt, das ist alles neu, muss man erstmal kennenlernen. So, 4, irgendwas Fuß noch.
Weiß ich, was das heißen soll? Heißt das überhaupt Fuß? Klärt mich bitte auf. Oder laber ich der Müll? Heißt das Fuß, was da jetzt steht? Was da abläuft? Wahrscheinlich. So, wir nähern uns auf jeden Fall den Bahnsteig. Das heißt, Bremse. Boah, was bremst der schlecht? Alter Schwede! Ist ja Wahnsinn! Der bremst ja gar nicht! Das gibt's doch gar nicht! Der bremst ja gar nicht! Wahnsinn! Das ist ja echt irre! Ich irgendwie noch. Dass der so schlecht bremst, das ist doch. Ist doch noch irgendwie was. Vielleicht bremst er so besser. Vielleicht mal gucken. Vielleicht war das der Fehler. Dass er so schlecht bremst, muss ich gleich mal schauen. Ein paar Bremse ist gelöst auf jeden Fall. Gehen irgendwo die Schranken runter. Boah, hab ich schlecht gebremst. Leck mich am. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Gegend hier. Wie es in Amerika halt so ist, ne? First Class. Ja dann. So, Türen verriegeln. Wir sind derweil die Bremse. Und dann fahren wir weiter. Ach. Da muss ich doch hier ah, okay, da lag es daran nicht. Da bremst du tatsächlich so schlecht. Muss man auch erstmal alles wissen. Was ist denn der Mann für ein Gebimmel? Mein Gott. Denk schon, was ist das, ey?
Ah ja. So, gleich 125, oder wir dürfen eigentlich schon. Nee. 125. So. Nächste Station sind wir dann schon in Providence oder Providence oder wie auch immer ihr das aussprechen mögt. Hört sich schon geil an von außen, oder? Ja. Schon echt nice, muss man sagen. So, jetzt 130. So, ihr seht, was da steht. Clear 150, Maximum Authorized Speed. Authorized, ja, ihr wisst, was ich meine. 130. Time to Penalty. Ah, ja, das habe ich ja nicht aktiviert. Okay. Okay. So, noch 24 Meilen bis zum Ende. Bei bestem Wetter sind wir hier unterwegs. Sonnenschein. Am 24. Februar 2023. Oh, der Gegenzug. Und ja. Ich finde das ein sehr schönes Szenario. Es ist ein Fahrplanszenario, wie gesagt. Es gibt dann noch sechs oder fünf oder sechs Karriereszenarien für diesen Zug und etliche Fahrplanszenarien. Ich habe hier jetzt einfach mal so ein Fahrplanszenario rausgepickt, um euch den Zug vorzustellen. Könnt ihr übrigens, glaube ich, auch noch die. Genau. Hier oben sind auch noch Knöpfe. Oh, ich bin zu schnell. Nein, 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 nein. So. Vielleicht für 150. Was gibt es denn hier noch anzustellen? Hauptschalter automatisch. Close Auto. Piepkopfleistung. Na, da weiß ich noch nicht genau, was das heißt. Das lassen wir jetzt mal lieber. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Ja, da müssen wir doch gleich die Scheibenwischer machen. Wo haben wir sie? Führerstand, Fahrplan, Pultdimmer, Führerstandsheizung, Klimaanlage, Scheibenwischer, niedrig.
Können wir die auch auf Intervall stellen? Das wäre natürlich mega. Intervallverzögerung. Da geht nichts. So, das dürfen wir 150. Volle Moore. Alles, was der Zug hat. So, ich möchte aber gerne noch mal kurz rausfinden, wenn ich Zeit habe, hier, wie ich Intervalle hinkriege. Ah, ganz links, okay. Dann das haben wir's. Sehr schön. Gerade haben wir noch über das schöne sonnige Wetter gesprochen. Ihr erinnert euch. Und jetzt auf einmal regnet. So schnell geht's. Wahnsinn. Das ist Amerika. Ach, die schönen amerikanischen Schulbusse. Ich liebe sie. Habt ihr es gesehen? Wie in den Filmen immer. Einfach traumhaft. Ich liebe diese amerikanischen Schulbusse. Ich liebe auch die amerikanischen Polizeiautos. Ist einfach wunderbar. Wirklich. So, da fahren wir Höchstgeschwindigkeit des Zuges. 150 mph. Wunderbar. Gut, dass wir das auch noch schön ausfahren können hier. Freut mich. So, auf Gleis 1 werden wir dann einfahren in Providence. Mal schauen, wie das Wetter da ist. Ob es noch wieder sich bessert oder schlimmer wird. Man weiß es nicht. 12 Minuten haben wir noch zu fahren. Meilen. Ich hoffe wirklich, dass die Bremse gleich besser geht, weil sonst sausen wir voll über den Bahnsteig. Das wäre nicht so toll. Und wenn das ein Kopfbahnhof ist, lassen wir das lieber. Lasst die Gedanken aus dem Kopf. Lasst es. Es gibt ganz böse Gedanken. So, ziemlich wenig los hier gerade. Also sehr, sehr wenig KI-Verkehr. Aber da Gegenseite ist rot. Das heißt eigentlich... dass da einer kommen sollte, müsste. Das ist auch rot. Ja, geil. Auch nicht schlecht. So, gleich 110. Das heißt, wir gehen da schon mal hin. Das wird jetzt spannend. So, was zeigt der da vorne an? Overspeed. Ich habe gar kein Overspeed mehr. Bin schon längst bei 110 angekommen.
Gelbes Vorsignal. Sollten wir schon mal ein bisschen langsamer werden hier. Jetzt fängt es an zu schneien. Ich glaub's ja nicht. Sollen wir jetzt 45 fahren oder wie habe ich das? Jetzt los hier. Wo stehen wir denn? Ah, es geht halt Wimmel wieder los. So, ganz ruhig. Was ist jetzt los hier? Warum fahren wir denn jetzt nicht mehr? Was ist los? Oh, glaubst du es? Ach nee, komm jetzt. Was ist jetzt los? Endlich. Mein Gott. Irgendwas stimmte da nicht. Dachte schon, ich hätte den Zug kaputt gemacht. Kommen wir halt ein paar Minuten später.
Junge, 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 da muss man erstmal drauf kommen. Ist das ein geiles Bild? So, dürfen eh gleich nur noch 60. Ein paar Fuß. So, es läuft eine Zahl runter, rechts. Was hat das zu sagen? Ich weiß es nicht. Bei 60 stehen geblieben. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. So, 4 Meilen noch, dann sind wir in Providence. Dem Endbahnhof. Aus der 70. Gleich schon wieder 60. Das ist doch Blödsinn. So, langsam kommen wir dem Ganzen näher. So, auf 60 werde ich jetzt nicht mehr, auf 70 werde ich jetzt nicht mehr hochgehen. Für die 2 Meilen. Macht das, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel Sinn. Schönes Städtchen. Providence. 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 Wie auch immer. Muss nur gleich zusehen, dass ich den Zug zum Stehen bekomme. So.
So, dann sind wir gleich da. Ich weiß nicht, was die 45 jetzt dazu sagen hat, aber ich bleibe jetzt einfach mal bei 40. Ich glaube, da mache ich jetzt nichts verkehrt. Großartig. Ah, 30, okay. Gelbes Vorsignal. Und dann fahren wir langsam in den Bahnhof ein. Leider ein paar Minuten zu spät, aber da kann man leider nichts mehr machen jetzt mehr. Dass wir trotzdem Gold bekommen. So, da wären wir. Warum steht denn hier kein... sind hier keine Markierung? So, wir entriegeln die Türen. Machen jetzt erstes Mal die Scheinwischer wieder aus. Ich glaube, die brauchen wir hier drin nicht. So. Dann sehen wir uns mal wenig draußen um. So, das war's mit diesem Video, mit diesem Szenario. Würde ich jetzt mal ganz stark annehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Fahrt mit dem neuen Zug von DTG für den TSW 3, den Acciella Express. Ich finde ein sehr, sehr schöner Zug, muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, das mit dem Zugsicherungssystem werde ich mir noch aneignen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir haben ja erst Freitag und ja. Es ist hier die Business Class. Okay. Auch sehr schön. Schauen wir mal, wie wir abgeschlossen haben. Schließen als erstes mal wieder die Türen. Und dann schauen wir mal, ob wir Gold bekommen. So. Und? Jawohl. Trotz, dass wir zu spät sind, Gold. 44 Minuten haben wir gebraucht ungefähr. Ja, das geht. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Macht's gut, haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Bye, bye.